Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir waren hier zuletzt im Gasthof und ja, jetzt können wir hier weiterlaufen, aber uns auch weiter umschauen, mit Leuten reden und pipapo. Ich weiß gerade gar nicht. Eigentlich will ich mich noch ein bisschen weiter umschauen. Hier, sie liegt da immer noch und ihr geht's schlecht. Was haben wir hier? Ich bin erschöpft. Ach, das ist ja blöd. Es heißt, in Agnor Fahal soll es spuken. Aber ich sage euch, da spukt höchstens die Rote Legion herum. Diese alte Ruine ist das perfekte Versteck. Okay, aber hier gibt es doch noch mehr Sachen, wo wir reingehen können. Zum Beispiel hier waren wir auch noch nicht. Im Laden zum Beispiel. Gehen wir mal in den Laden. Was ist denn hier im Laden? Hallo. Willkommen. Willkommen. Willkommen in Gorhard, der letzten Siedlung vor den Feilanden. Wie kann ich euer Gepäck heute füllen? Ihr findet es an einem kleinen See nahe der östlichen Straße. Verglichen mit Gorhard könnte man Didenhil beinahe als Stadt bezeichnen. Okay, was ist mit Feie? Die Feien sind Geschöpfe der Natur, magisch und fremdartig. Und sie sind uns Sterblichen gegenüber nicht sonderlich entgegenkommend. Sie sehen uns als Tiere oder schlimmer noch, als Ungeziefer. Am besten haltet ihr euch von dem östlichen Wald fern. Ich habe dort Dinge gesehen, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Der Weg ist dunkel und gefährlich und die Reise nach Didenhil ist weit. Gorhard? Manche nennen es das Lager der Feiglinge, weil es von jenen gegründet wurde, die sich weigerten, den Wald zu betreten. Aber kann man ihnen das wirklich vorhalten? Man sollte niemals einem Wald trauen, der flüstert. Nettie ist die Schmiedin des Dorfes und Deda kümmert sich um Tränke und Heilmittel. Und wenn ihr Lust auf ein Bier habt, findet ihr den Gasthof auf der anderen Seite des Weges. Und haltet die Augen nach der Roten Legion offen. Kristallkrieg. Die Alfar und die Tuatha gehen sich inzwischen schon seit fast einem Jahrzehnt gegenseitig an die Kehlen. An den Grund dafür kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Und ich frage mich, ob diese Narren es noch können. Rika Eggest. Ich? Ich bin nun schon seit 5 Jahren verwitwet. Die Tuatha haben mir all meine Männer genommen. Meine beiden Söhne, meinen Bruder und meinen geliebten Avery. Dieser Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Och, die Arme. Hier können wir weiterhin Sachen bei ihr einkaufen. Wir haben aber leider immer noch nicht genug an Geld, was wir uns hier überhaupt leisten könnten. Hier sind unten Sachen, die wir uns leisten können. Zum Beispiel eine Lederkapuze, die wir hätten, oder Ledergamaschen. Ich weiß gerade gar nicht, ja, was wir dann aber haben. Also ich hätte gerne mal so einen Vergleich zu unseren Sachen, damit man immer weiß, verbessert das jetzt oder verschlechtert das. Dann muss man immer nicht die Werte auswendig lernen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut. Also ich merke mir einfach mal, dass wir hier so ein paar Sachen kaufen können. Ade. Kommt bald mal wieder. Oh. Jetzt habe ich sie angegriffen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe einfach mal Y gedrückt und ja, habe sie mal voll angegriffen. Ja, das ist ja schön. Ja, so schnell kann es gehen. Ich mache mich hier voll unbeliebt. Bam! Flammenwerfer hier. Abgewetzte Rüstung. Wir haben ja anscheinend auch einiges. Wir haben auch diese Stulpen und so. Aber irgendwie. Tja, ich. Was für eine Kreatur würde sich denn der Roten Legion anschließen? Es muss doch bessere Möglichkeiten geben, sich in dieser Welt etwas Geld zu verdienen. Macht keinen Ärger. Nee. Habt ihr den Kriegsgeweihten im Gasthof gesehen? Ich frage mich, ob er wohl auf der Suche nach neuen Söldlingen ist. Vielleicht sollte ich mich freiwillig melden. Ja, ich frage mich auch, ob wir das müssen so oder ob wir auch einfach so durchkommen. Seid ihr wegen einer Waffe hier? Ihr wollt euch in diesem lächerlichen Krieg vermutlich die Gunst irgendeines Lords sichern, richtig? Alpha. Sie sind unangenehme Geschöpfe, dieser Alpha. Ich bin mir sicher, dieser Krieg ist nur zustande gekommen, weil sie sich in die Angelegenheiten anderer eingemischt haben. Valentath. Seht euch um. Das hier sind nicht einfach nur Wälder. Es ist das Herz der Feienlande. Sobald ihr den Wald betretet, werdet ihr ihn erst wieder verlassen, wenn ihr die Ebenen erreicht. Ich freue mich schon auf den Wald. Feie.
Die Feien sind eins mit diesem Land, so wie es kein Sterblicher je sein könnte. Sie sind wahre Geschöpfe der Magie. Aber eigentlich sind wir... Verlasst das Dorf und geht 50 Schritte in irgendeine Richtung. Und schon werdet ihr auf einen Feind stoßen. Und dann solltet ihr beten, dass er euch wohlgesinnt ist. Aber wir sind doch selber eine Feie, oder nicht? Wir sind doch eine Elfe und so, eine Dokkalfar. Sind wir da nicht selber auch eine Feie? Wir hier in Gorhard sind weit von der Front entfernt. Und genauso wollen wir es auch haben. Unsere Herzen mögen bei den Alpha sein, aber unsere Körper bleiben hier auf der anderen Seite Dalentars in Sicherheit. Wir haben schon genügend Tote gesehen. Die Wahrheit ist, dass wir hier ebenso viele Friedhöfe wie Siedlungen haben. Mhm, Melsenshire. Es ist eine Festung der Alpha im Osten. Und wenn man den Berichten von der Front glauben kann, ist Melsenshire alles, was noch zwischen den Tuatha und uns steht. Okay. Dann können wir unsere Sachen reparieren. Für was weiß ich nicht was. Wir könnten unseren Bogen zum Beispiel mal reparieren lassen. Das mache ich doch glatt mal. Ja. Eigentlich müsste vieles mal. Die Robe will ich gar nicht eigentlich. Den Stab brauchen wir bestimmt noch eine Weile. Ich weiß nicht. Schlechte Beinschienen, rostige Stulpen, zerrissene Roben. Bis dann. Können wir hier die Sachen... Können wir plündern? Was haben wir hier oben noch? Einfach mal ein bisschen umschauen. Natürlich wahrscheinlich Sachen genau, wo ich schon weiß, dass ich da nicht rangehen darf. Aber ich will mich eigentlich hier gleich am Anfang des Spiels so unbeliebt machen. Was ist mit ihm? Also nochmal. Tretet ein. Oh, ich hab sie schon wieder. Ich will immer ins Menü. So, wir haben irgendwie zerrissene Robe an und rostige Stulpen. Und bei den Beinen, da haben wir schlechte Beinschienen. Vielleicht gibt's ja was Besseres, schlechte Beinschienen. Da haben wir was? Ein Rüstungswert von 5 und 30 ist, ja, was weiß ich, der Erhaltungswert oder... dann lass mich mal hier quatschen mit dir. Dann will ich nochmal in deinen Laden gucken. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Vielleicht. So, dann gucken wir doch mal. Wir müssen ja hier nach ganz unten. Ja, geh mal nach unten, unten, unten. So, Baumwollschuhe. Dann haben wir hier doch zum Beispiel dieses... Mit 6 wäre doch dann besser, oder? Wenn wir jetzt die schlechten Beinschienen haben. Eisenbeinschienen, hier, 8. Das wäre besser, aber ich hätte gerne eigentlich lieber so Sachen aus Leder, genau. Ledergamaschen, Lederkapuze. Kaufen wir uns mal eine Lederkapuze. Oder eine Baumwollkutte. Ist eine Baumwollkutte besser als das, was wir jetzt haben? Och, Baumwollkutte ist Rüstung 8. Lass mich mal schauen hier, was wir hier haben. Das ist doof, dass man hier immer so hin und her gehen muss. Und also es ist auch so, diese Robe, die sie anhat, dann kann man halt alles andere nicht anziehen. Da muss man sich schon überlegen, will ich eine Robe oder will ich eher Einzelteile? Hier haben wir natürlich jetzt plus 30 Mana und so, ist auch nicht schlecht eigentlich. Schlechte Beinschienen, 5, ja. Weiß auch nicht. Ich wollte, muss mal gucken, was diese Robe an... Wir haben jetzt eine zerrissene Robe an mit Rüstschaden-Dings 15, wenn ich das richtig sehe. Bald mal wieder. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Ja. Ich muss jetzt mal meine Maus nehmen, damit ich hier schneller runterkomme. So ist nämlich ein bisschen angenehmer. Ja, gehst du jetzt bitte auch wieder nach oben? Wo war ich jetzt genau? Baumwollkutte. Dann ist die doch aber nicht besser, oder? Die Baumwollkutte als das, was wir jetzt tragen. Verstehe ich das falsch? Ja, ich nehme mal diese Lederkapuze mit. Mal gucken. So, dann hätten wir hier noch diese Ledergamaschen.
Ach, was soll's. Ich kaufe jetzt einfach mal ein und hoffe, dass das keine blöde Idee ist. Ich bin auch aber richtig im Gucken hier, ne? So. Hier ganz oben geht doch. Das Schaden, das müsste richtig sein. So. Kommt bald mal wieder. Ja, ade. Jetzt habe ich hier neue Sachen. Jetzt habe ich hier eine Lederkapuze, die ich vorher nicht hatte. Jetzt sieht man sie halt gar nicht mehr. Das ist irgendwie auch doof. Aber wenn es mich irgendwie mehr beschützt, dann warum nicht, ne? Dann ist das so. Dann sehen wir halt jetzt so aus. Na und? Na und? Zerrissene Robe 15. Das andere war ja alles so bei 8 und so. Rostige Stulpen 5. Die haben wir ja eh schon an. Ja, ich befasse mich da ein andermal mit, sonst geht mir hier die Zeit langsam flöten. Gehen wir mal raus. Ich will ja nicht hier den ganzen Part nur mit Kleidung und so verbringen. Kannst jetzt mal... Nimmst mal eben dein Schwert in die Hand. So. Das passt schon, ja. Damit ich nicht immer aus Versehen irgendeinen Blödsinn mache. So, habe ich jetzt hier wirklich alle Türen schon ausprobiert? Das kommt mir irgendwie so vor. Also, Alchemie, da waren wir doch auch noch nicht drin. In der Alchemie? Nee. Benehmt euch. Oh, ja, ich... Ja. Nanne Hanri. Ihr da! Ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Welche Symptome? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe. Wenn ihr es denn wissen müsst, es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. Was ist die Formel? Ich werde euch helfen. Wer war euer Lehrling? Ich kann gerade nicht. Es war eine frühe Version, instabil und potenziell sehr gefährlich. Ich möchte eine Waffe entwickeln, mit der die Alpha gegen unseren gemeinsamen Feind die Tuata vorgehen können. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich meine Geheimnisse. Nur so viel. Es hat etwas mit Verletzungen, Kröpfen und jeder Menge Eiter zu tun. Mhm. Wer war euer Lehrling? Sein Name war Kart Hilfred. Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Mhm. Ja, jetzt können wir entscheiden, ob wir ihr helfen oder nicht. Nehmen das immer erstmal an, kann ja nicht schaden. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhad. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Mhm, okay. Agnur-Fahal. Die Dorfbewohner denken, es würde dort spuken. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur eine List der Roten Legion. Sie wollen diese Leute so lange einschüchtern, bis sie sich unterwerfen. Und es funktioniert. Alesta. Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Den düsteren Turm im Westen? Vermeidet seine Schatten, wenn ihr könnt. Denn das, was in Alesta vor sich geht, bedeutet für niemanden etwas Gutes. Und ich muss es wissen. Experimente. Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt. Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Karth oder Kart. Ich fürchte um sein Leben. Kart besitzt eine Begabung, wie ich sie bislang nur bei wenigen gesehen habe. Wenn ihn die Rote Legion in ihrer Gewalt hat, weiß niemand, was sie mit ihm anstellen wird. Okay. Ja, wo ist denn Kart? Er hat immer von der Zeit erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnur-Fahal, der Erati-Ruine, lebte. Man sagt, es soll dort spuken. Aber die Leute sagen vieles. Okay, wir können auch bei ihr einkaufen. Und dann können wir hier so Tränke und so bei ihr holen. Einfache Heiltränke. Eigentlich kriegen wir das, glaube ich, aber auch so durch die Kämpfe, Mama. Hier haben wir aber auch andere Sachen, wo ich nicht weiß, wofür die
gut sind. Gut. Wiedersehen. Ach, und dann kann man hier sämtlichen Plunder auch verkaufen, habe ich gerade gesehen. So, wenn man meint, das braucht man eh gar nicht mehr, dann weg damit sozusagen. Dann kann man das direkt alles verkaufen. Finde ich gar nicht schlecht. Und auch hier diese Gläser, was da so alles drin ist. Das ist interessant irgendwie. Okay. Hier können wir nach Gorhard, hier können wir... Ach, hier geht's auch noch runter. Hui, was ist denn hier? Alchemielabor. Das können wir dann auch noch nutzen, wenn wir dann soweit sind. Das plündern will ich nicht. Oh, hallo. Oh, hi. Na? Was geht? Hey, warte doch mal, dann können wir ein bisschen schnacken. Hallo. Ich frage mich, ob Katrin Olvis heilende Berührung wirklich so lindernd ist, wie alle behaupten. Ich glaube, es würde mir gefallen, von ihr berührt zu werden. Wenn sie das wüsste. So, was haben wir hier? Betten, Krims und Krams. Dann gehen wir wieder raus. Das war das Alchemielabor. Alles klar, weißt du Bescheid. Ja. Haben wir dann alles hier jetzt so in dem Dorf durchgecheckt? Das ist der Laden, da waren wir... Der Laden? Einfach nur im Laden? Nicht jetzt doof, waren wir da gerade eben auch drin? Ich werde es nochmal nachchecken. Achso, das war bei ihr. Okay, ja, gut. Dann raus nochmal. Gut, dann können wir jetzt losgehen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Quest angesagt ist, aber... Laufen wir einfach mal hier lang. Es wird uns ja so geheißen. Geht nach Sonnenuntergang, nicht nach draußen. Okay. Gisela Wulflack. Ich werde jetzt aber nicht hier überall mit allen reden, weil das kostet mich hier zu viel Zeit. Schluss mit dieser Unterdrückung. Schluss mit den Lügen. Schluss mit der spirituellen Überheblichkeit und dem Anspruch auf Überlegenheit. Mitaru urteilt nicht, sondern liebt. Besteht darauf, dass St. Otwig Mönche Völker aufnimmt. Mal deine Predigt hier. Oder sagt ihnen, sie sollen ihr Gift woan... Willkommen in der Mission von St. Otwig. Ich würde euch ja hereinbitten, aber unser Orden war in der Vergangenheit zu vertrauensselig. Wir versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen. Klug, klug. Obwohl, man weiß ja nie, ob man nicht gerade einer Prüfung des Glaubens unterzogen wird. Ihr kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ich Hilfe benötige. Vielleicht ist das ja Mitarus Werk. Vielleicht braucht ihr Hilfe, Feie. Die Feien sind sture Narren. Sie behandeln ihre Seelen wie Spielzeug, ohne Gedanken an richtig oder falsch, Chaos oder Ordnung. Ja, also die Feien kommen hier definitiv nirgendwo gut an. Ihre Grundsteine wurden vor 50 Jahren von Otwig persönlich gelegt, bevor er durch Trolle den Tod fand. Wir ehren sein Andenken, indem wir die Feien zur Verehrung Mitarus bekehren. Leider ist uns das bislang noch bei keinem einzigen gelungen. Aber das hält uns nicht davon ab, es weiter zu versuchen. Mhm. Vater Dünnwill. Ich gehöre dieser Mission schon seit ihrer Gründung an. Diese Jungen sind wie meine Söhne. Ich führe mein Leben so, wie es sich Mitaru für unsere Art wünscht. Mhm. Braucht ihr Hilfe? Wir von St. Otwig arbeiten seit Jahren daran, uns auf diesem Hügel zu etablieren. Es gab dabei einige Rückschläge. Der Ruf der Feienlande erreicht nicht nur taube Ohren und viele unserer Jüngsten sind nicht stark genug, ihm zu widerstehen. Nehmt zum Beispiel Bruder Egan. Vor zwei Nächten sollte Egan draußen Feuerholz holen. Er ist bisher nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn finden, bevor ihm etwas zustößt. Warum sorgt ihr euch? Odarath ist ein wildes Land. Wir bekämpfen jeden Tag die Bestien des Waldes und das Böse der verderbten Herzen. Ich habe Angst um Bruder Egans Seele. Er weiß nichts von der Welt, von Feien und Alpha, von Vertrauen und Versuchung. Er ist wie ein Kleinkind, das die Welt mit großen Augen anstarrt. Mhm. Ich habe Angst um Bruder Egans Seele, er weiß nichts von der Welt. Okay, jetzt können wir wieder sagen, ich werde ihm helfen oder auch nicht. Ja, ja, wir helfen allen. Allen. Mitaru sei gesegnet. Sein Befehl steht über allem.
Bruder Egan wurde zuletzt nordöstlich von hier gesehen, abseits der Straße bei den Fallenruinen. Bitte findet ihn. Vielleicht können wir euch dann mit offenen Armen bei uns aufnehmen. Der Grund, wieso es gerade so ruckelt, wird wahrscheinlich wieder gerade mein Defragmentierungsprogramm sein. Einen Moment bitte. Ich vergesse es leider viel zu oft auszustellen. Entschuldigung. Wo soll ich suchen? Egan wurde zuletzt im Wald außerhalb der Mauern gesehen, direkt nördlich des Dorfes. Bruder Egan. Egan ist ein guter Junge, aber unser Jüngster. Und er hat häufig Selbstzweifel. Das ist nicht überraschend. Man wächst nur an Konflikten, vornehmlich an solchen des Geistes. Ich habe mich bemüht, ihn zu trösten und ihm gesagt, Weisheit brauche Zeit. Aber er ist ungeduldig, aufbrausend. Er wollte einen schnelleren Weg zu Erleuchtung und Macht. Okay, gut. Möge Mitaru euch beschützen. So, dann können wir das natürlich wieder anvisieren, wenn wir wollen, aber streck eigentlich... die Brüder von St. Ulrich nieder! Erst ja, wenn sie am Boden ja, liegen, wir werden alles erkennen, tun, dass was sie du nicht sagst. Über uns stehen. Mitaru lebt nicht hinter den Mauern der Mission. Ich möchte jetzt eigentlich dahin, wo uns angezeigt wird, wo wir hin sollen. Rote Legion. Baum, kann die mal aufhören zu quatschen? Ich bin schon längst weiter weg. Sie ist mit uns allen. Ja, wir haben es kapiert. Gib mal Gas hier. Ich möchte irgendwie da links rüber, aber ich frage mich, ob das gerade so geht, wie ich hier laufe. Oh, was ist das denn? Was war denn das? Da kommen irgendwelche Dinger auf mich zu. So, ich glaube, das waren alle. Jetzt können wir die plündern. Was waren denn das für Viecher? Glaub's ja wohl nicht. Und das ernte ich auch mal schwarzer Dingsbums. Plündern. Mach mal. Mach doch mal. Geht doch. So, und dann war da noch ein dritter eigentlich. Wo ist der dritte oder habe ich den schon geplündert? Okay. Ja, hier werden mir ja auch Feinde angezeigt. Ich wollte auch gar nicht so weit hin, aber irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Muss ich nochmal zurücklaufen. Waren auf jeden Fall schon mal wieder Feinde, die Schweine. Konnten es nicht lassen. Vielleicht muss ich da vorne mal abbiegen eher, bei dieser Abzweigung. Mal, hier wird mir aber auch so ein Grüner angezeigt. Tja, wo muss ich denn dann hin? Vielleicht eher so hier in diesen Pfad rein. Dann gehe ich doch einfach nur außen rum, oder? Das so richtig ist. Sieh hier wieder. Kann ich hier nicht einfach durch? Hoffentlich findet ihr Frieden in Gorhard. Die meisten Bewohner sind ehrbar, den Blick stets gen Himmel gerichtet. Möge Mitaru euch beschützen. Okay, ich kann hier irgendwie nicht durch, muss irgendwie... Schluss mit dieser Unterdrückung! Schluss mit den Lügen! Sie Schluss mit ihrer mit der Predigt spirituellen immer. Überheblichkeit ja, und dem Anspruch auf Überlegenheit. Wie das eben früher so war. Mitaru urteilt schon klar. Nicht, sondern liebt. Diese verdammte rote Ich glaube, ich muss hier in den Norden laufen. Das ist bestimmt schon Man richtig sollte so. Stattdessen lieber die meiden, die uns mit ihren Lügen aufhetzen wollen. Und dazu gehören die Brüder von St. Ludwig. Ja. Okay. So, wir bleiben mal hier auf dem Weg. Wenn noch mehr rote Punkte auftauchen, wissen wir ja, dass wir aufpassen müssen. Ach, hier das sieht doch ganz gut aus. Hier waren wir noch nicht. Damit wir mal so ein bisschen questmäßig vorankommen. Es sind sehr viele Feinde am Start. Ja, ich sehe das schon kommen. Thank you.
So. Das waren noch mal ein paar Feinde hier so zwischendurch. So langsam kämpfe ich mich ein. Allerdings viel mehr mit... Ja, ich nehme alles. Viel mehr mit diesem magischen Stab als meinem Pfeilen Bogen, wie ich das eigentlich haben möchte. Aber das hier ging irgendwie gerade schneller. Das waren echt viele, die jetzt hier auf mich zugerannt kamen. Und eigentlich möchte ich doch nur mal einen Quest lösen können. Und meine Parts mache ich schon gerade extra länger. Guck mal, das sieht doch gut aus. Wer steht denn da hinten? Hallo, wer bist denn du? Eri. Mögen euch eure nichtigen Götter beschützen, Sterbliche. Ich werde Eri genannt. Euer Gesicht ist mir neu. Ihr seid anders als jene in Gorhard. Sie amüsieren mich und ich strebe danach, so viel wie möglich von ihnen zu lernen. Seid ihr hier, um mich nach den Tuatha zu fragen? Ich kann euch nur das anbieten, was ich weiß und hoffe, es genügt euch. Eine Feier wurde verlässt. Eri, Feinlander, Gord, Hof des Sommers. Dieses Gespräch führen wir im nächsten Part weiter von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann!